Schau, Reiser Freddy's genießt den Aufenthalt. Lachst du noch los? Wer das nicht vermutet? Das ist die Gang! Freddy! Schick an! Und jetzt bist nur noch du! Sag, du bist meine Crew! Wir präsentieren Foxys Haken ist weg. Es ist eine Tragödie. Ja? Mein Haken ist weg. Oh, sei nicht traurig, Foxy. Wir helfen dir. Wo könnte er sein? An meiner Hand. Nein, Foxy. Ich meine, wo hast du deinen Haken das letzte Mal gesehen? In meiner Piratenhöhle war er noch da. Auf meiner Hand. Foxy! Dadurch, dass du nicht weißt, wo er sein könnte, müssen wir wohl oder übel einen neuen Haken finden. So schwer ist das nicht, stimmt's? Hey, ich schätze schon. Super! Worauf warten wir überhaupt noch? Lasst uns die Pizzeria auf den Kopf stellen! Was soll ich damit anfangen? Naja, du kannst damit zu jeder Zeit leckere Pizza essen! Ja, es ist einfach nicht dasselbe! Alles klar, Foxy. Versuch's doch mal damit. Ich erzähle euch die Geschichte von einer holden Nacht. Juhui! Lasse mich gegen Wipfel und Dünne. Sie zog mich in mein Kämmerlein und sprach von Einsamkeit. Juhui! Lasse mich gegen die gefallenen Mädchen. Worauf wartest du, Foxy? Da kann ich nicht hinein. Das ist die Frauentoilette. Ups, mach der Gewohnheit. Jedenfalls. Bonnie, wie genau möchtest du hier einen Ersatz für meinen Haken finden? Tada! Oh nein, du kannst komplett vergessen, dass ich dieses dreckige Ding an meine Hand stecke. Oh, Bonnie, dieses riesige Ding ist viel zu schwer für den Alltag. Ach, keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich glaube, wir stecken hier erst mal eine Weile fest. Okay, okay. Das mit der Gabel hat nicht so funktioniert. Aber diesmal habe ich wirklich den perfekten Ersatz gefunden. Glaube ich. Vielleicht. Wow, ich spüre ja förmlich, wie unfassbar selbstsicher du bist. Sag Hallo zu deiner neuen rechten Hand. Oh, perfekt. Ich wusste, es gefällt dir. Chica, danke. Das habe ich wirklich gebraucht. Foxy, was hast du getan? Was? Ich hatte Hunger. Spuck ihn aus. Das ist schwerer als erwartet. Okay, Foxy. Das wird dich weghauen. Darf ich vorstellen, dein neuer und verbesserter Haken? Freddy, ich weiß nicht... Ich weiß, was du sagen willst. Das soll besser sein als mein alter Haken, Freddy! Arr! Was? So spreche ich doch gar nicht! Also, pass gut auf. Dieser Haken hat eingebaute Werkzeuge wie... eine Schere, um dein Fell zu trimmen. Wow! Das ist künstliches Fell, du Quatschkopf! Ein Lineal, um die Angst deines Feindes zu messen, während er über die Planke geht. Und zu guter Letzt ein scharfes Messer, um deine Feinde endgültig in die Flucht zu schlagen. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Okay, okay, ich weiß, was du denkst. Oh Gott. Ab sofort bist du Besitzer des besten und tolligsten Haken auf der gesamten Welt. Bonnie, ich habe in meinem Leben ja schon viel Schwachsinn gesehen, aber das... Ja, probier's aus! Bonnie, was soll ich überhaupt damit tun? Na das! Oh, Foxy, tut mir leid, dass wir denn keinen neuen Haken finden konnten. Ja, tut uns wirklich leid. Aha. Tut uns wirklich, wirklich, wirklich.
Mein Haken! Hä? Meinst du etwa den Kleiderhaken, den ich gestern auf dem Boden der Piratenhöhle gefunden hab? Ah, weißt du was? Alles in allem war der Tag heute noch gar nicht so schlecht. Hey, arbeite weiter! Ich will, dass mein Achterdeck so sehr glänzt wie eine Venusmuschel! Ei, ei, Kapitän! Was zum Klamautermann? Du bist kurz davor, das beeindruckendste Crossover der Welt zu erleben. Pardon? Ah! Ah! Au, meine Nase! Hm? Scheint so, als hätte ich neue Extremitäten. Wow, das fasse ich nicht. Ist ja Knorke! Wie die Jugend sagen würde. Hm. Oh. Woohoo! Da hat was Großes angebissen! What do you do with a drunken sailor? Ah! Guter Junge! Ah! Nein, nein, nein! Was soll ich tun? Bitte verschone mein Leben! Magst du das Rohr? Magst du es? Dann hol es! Wie kann man eigentlich nur so bescheuert? Auf ein Date? Aha. Wenn du einen Kerl aufreißen willst, dann brauchst du sicher professionelles Training. Oh, okay! Was bedeutet professionell? Irgendetwas verpasst? Hast du zufällig Wi-Fi? Ich spüre nämlich eine Verbindung zwischen uns. Man sagt, die Augen sind die Fenster der Herzen. Und ich habe riesige Fenster! Ich denke, ich muss dringend mal die Küche putzen. Stopp! Hör dir meine engelsgleiche Stimme an. Verflucht! Es gibt Faxgeräte, die besser singen können! Toll, das war wohl ein, Reinfall. Ist das gut? Hallöchen, Hübsche! Mir ist aufgefallen, dass du anscheinend nicht besonders intelligent bist. Ich mag Frauen, die mir ähnlich sind. Nein, 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 nein. Man müsste schon auf jeglichen Verstand verzichten und komplett hirntot sein, um jemanden wie ihn daten zu wollen. Ich weiß nicht, warum ich es überhaupt versucht habe. Jemand hat schon wieder das Bällebad gestohlen. Also ich finde, es sieht gut aus. Sie sehen viel cooler aus als vorher. Was ist passiert? Smoothie. Was? Mein genialer Smoothie. Sie haben ihn vorhin getrunken. Der Smoothie kann würfelartige Objekte abrunden. Sind wir nicht wunderschön? Ja, seid ihr nicht. Was? Warum? Willst du nicht auch perfekt aussehen? Oh, du kannst dich auf was gefasst machen, wenn du mich damit berührst. Schau doch, was der schreckliche Smoothie mit Head Unit angestellt hat. Was auch immer. Wir können uns ja jederzeit zurückverwandeln, du Idiot. Also, jetzt mal rein hypothetisch.
Wie sehr würdet ihr lachen, wenn ihr für euer restliches Leben so bleiben müsstet? Eigentlich kaum, so lustig war es nicht. Nein, das war doch nur ein Scherz! Bonbon sieht furchtbar aus! Ich kann ihn mir nicht länger ansehen! Du meinst, ich bleibe für immer so? Wartet kurz, denkt positiv. Durch euer Aussehen braucht ihr zum Halloween ab sofort keine Verkleidung. Hey Jungs, kommt her und kräht euch endlich ein. Das haben wir längst gemacht, du kannst es nur nicht sehen, weil wir so weiß sind. Bonbon ist nicht weiß. Na und? Wir können doch gar keinen Sonnenbrand bekommen. Wir sind nämlich auf Metall. Passt auf euch auf. Sie ist wohl nicht der hellste Stern am Himmel. Ja, sie glaubt wirklich, Metall kann Sonnenbrand bekommen. Hallo, ist da jemand drin? Sie ist so ein Idiot. Was passiert eigentlich mit heißem Metall? Keine Ahnung. Ich wette. Warte, was passiert mit elektrischen Geräten im Wasser? Komm her! Das fasse ich nicht. Sie ist auf einem Date. Ich liebe dich. Was für ein Glückspilz. Du bist so ein braver Junge. Das kannst du laut sagen. Bock auf eine Party? Ist nicht so meins, aber... Ich bin gleich wieder da. Da ist der Übeltäter. Du verdammter Köter! Ich kenne deinen Plan, mir Purple Guy wegzuschnappen! Du hältst dich für einen echten Mann? Ich habe mehr Leute angepinkelt als du! Also verzieh dich aus meinem Sichtfeld! Du willst also kämpfen, hä? Okay, los geht's! Du Frechdachs! Du hast einen Fehler gemacht. Du glaubst also, dass sie dich liebt? Sie mag doch nur dein weiches Fell! Purple Guy? Würgst du gerade meinen Hund? Ja. Nur weil wir beide Mobber sind, die in lilanen Uniformen in 80er-Jahre-Pizzerias abhängen, heißt das nicht, dass wir zusammenpassen. Aber die lila Uniform, das muss etwas bedeuten. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mein Blind Date wirklich blind ist. Sie hat sich wohl verlaufen, weil sie ist zu spät. Hey. Bist du eine Giraffe? Willst du darauf hinaus, dass ich groß bin? Ich hoffe, die Luft da oben ist nicht zu dünn. Okay. Also, wo arbeitest du? Du hast gar keinen Job, oder? Was? Natürlich habe ich einen Job. Ich bietere unserer Jugend erniedrigende und verletzende Kritik. Also, mobbst du sie? Labels. Übrigens, was machst du denn beruflich? Ich bin Magierin. Magie? Was ist an Magie so lustig? Naja, meines Wissens nach ist Magie nicht echt. Na, zieh das für mich echt an!
dann geh doch, ich brauch dich eh nicht. Ich habe noch ein Blind Date. Hi, ich hab gehört, du magst Lila. Ich bin Lila. Was machen wir überhaupt hier draußen, Audrey? Sei nicht deprimiert, Schwester Herz. Endlich haben wir mal die Gelegenheit, ein bisschen unter uns zu sein. Auf einem Floß im Atlantischen Ozean? Jupp. Was war das? Ach, bestimmt gar nichts. Oh mein Gott, da ist ein Hai! Ach was, das ist nur Joes Theme. Ah! Stimm und dein Leben! Keine Sorge, jetzt sind wir sicher. Hallöchen, mein Name ist Merch Shark. Wollt ihr Fazbear und Freunde Merch kaufen? Klar! Dann kommt rein! Wahnsinn! Sie hatten sogar Circus Baby Merch. Oh mein Gott! Unfassbar, oder? Ich bedanke mich für euren Einkauf, Ladies! Was zur Hölle? Ich glaube, wir sind am falschen Ort gelandet. Keine Sorge. Wirf einfach ein Enderauge. Das führt uns zur Festung. Hey! Ich hoffe, es rutschen euch beim Händewaschen die Ärmel herunter! Und dass euer Kissen nächste Nacht von beiden Seiten gleich warm ist! Verdammt! Das war mein letztes Enderauge! Oh! Glück gehabt! Mann, hab ich Bock, ein gutes Buch zu lesen! Das ist doch der Literaturclub, oder? Wahnsinn, ein neues Mitglied! Erstmal wirst du eingekleidet. Alles klar. Heute lesen wir das Buch Die drei kleinen Bären. Hey, ich mag deinen Zylinder. Oh. Warum hast du das getan? Oh, na ja, weil... Es mich nervt, wenn jemand anfängt, mit meinem Mann zu flirten. Jedenfalls kehrten die drei Bären von ihrem Spaziergang im Wald zurück. Ha? Schon bald traf sie auf ein Haus, dem Klopfen geantwortet hatte. Gibt es irgendein Problem? Nö. Gut. Dann sagte der kleine Bär, jemand hatte mal im Bett geschlafen. Auf dem Tisch in der Küche lagen drei Fleischbällchen. Der Bär hatte Hunger. Endlich! Wir sind komplett alleine! Ich bin unsterblich verliebt in dich, Freddy! Kiss mich! Naja, es ist ziemlich dunkel hier. Was ist denn los, Freddy? Was los ist? Du tötest meine Freunde! Wobei, ich kenne sie erst seit 1 Minute und 20 Sekunden, aber... Genug davon! Jetzt geht es um uns. Was magst du am meisten an mir? Du hast tolle Ohren. Ohren? Ja, du hörst wirklich alles, was man sagt. Ich lebe! Jetzt, wo die anderen alle weg sind, sind wir ganz unter uns. Für immer. Nur wir beide. Das ist ein Zusammenschnitt. Nein, nein, verlass mich nicht! Heute Nacht in unserer Talkshow haben wir für euch jemand ganz Besonderes zu Gast. Ihr liebt sie, ich liebe sie, Bob liebt sie. Einen großen Applaus für Circus Baby! Okay, ich muss dich etwas fragen. Deine Vergeudung, mit der du die gesamte Nation verblendest, woher hast du sie? Ich bin froh, dass du fragst. Meine Vergeudung verdanke ich denen hier. Fazcoins aus purem Gold. Wow, pures Gold also. Ich würde sagen, das überprüfen wir gleich mal. Oh, das musst du nicht machen. Doch, muss ich. Jetzt wirklich, du weißt nicht, wo der überall war. Das werde ich gleich herausfinden. Mach das nicht! Das fasse ich jetzt nicht. Das ist kein Gold. Ich bin mir sicher, das ist stinknormales Smashing. Verhaftet sie!
Habt ihr Spaß daran, verhaftet zu werden? Das passiert gefühlt jeden Tag. Sei leise. Wo habt ihr euch versteckt? Guten Morgen, Herr Vertretungslehrer! Ups. Guten Morgen, Kinder. Ich bin Herr Springman. Guten Morgen, Herr Springman! Was werden Sie uns heute beibringen, Herr Springman? Heute beschäftigen wir uns mit Geografie. Das kleine Land Liechtenstein liegt zwischen Österreich und der... Deshalb solltet ihr frische Giraffenmilch niemals nach Weihnachten trinken. Alles klar, Kinder. Ich bin endlich wieder zurück. Gut, wer kann mir verraten, wie man das Kraftwerk der Zelle... Oh, mein Gott! Jeremy! Kleb deinen Kaugummi nicht an den Schreibtisch. Geh sofort in die Ecke. Ich danke Ihnen fürs Einspringen. Herr Lehrer. Hier ist Henry. Hey, mi amigo, wie geht's dem Schnurrbart, den alle so sehr lieben? Was, meinem Schnurrbart? Haha, verarscht! Niemand mag deinen Schnurrbart! Hey, wie kannst du nur? Ich wette, du weißt gar nicht, dass mein Schnurrbart nur angeklebt und nicht mehr echt ist. Dementsprechend kannst du... Polizeidienststelle? Putzilei-Stienststelle? Komm schon, du kannst mir nicht sagen, dass der Witz gar nicht lustig war. Kann ich wenigstens jemanden anrufen? Gut, beeil dich aber. Hallo? Dringende Neuigkeiten. Die Wettervorhersage zeigt komplett normales Wetter. Ach, und übrigens, die Zombie-Apokalypse ist da. Wolltest du mich gerade beißen? Oh, es tut mir leid. Das war nicht böse gemeint. Oh, das war nicht böse gemeint. Ich hätte zu einem Zombie werden können. Wie fändest du es, wenn ich dich einfach beißen würde? Ha? Piep. Schauen Sie sich das an. Die Animatronic-Apokalypse ist da. Das und vieles mehr sehen Sie nach der Werbepause. Ich weiß nicht, wer du bist, aber okay! Du Vollidiot, was machst du da? Ich koche Spaghetti! Was? Das ist eine Pizzeria? Mal schauen! Tomatensauce, Thymian, Nullgewürzmischung, Sans Badewasser. Ja, scheint so, als hätte ich nichts vergessen. Warte! Wo ist das? Was? Wo ist das Fleisch? Was? Es ist unmöglich, Spaghetti und Fleischbällchen zu kochen ohne Fleisch. Ich brauche Fleisch! Okay, Papyrus, du hattest recht. Hier hat wirklich Fleisch gefehlt. Hat sich echt gelohnt, nochmal zum Supermarkt zu gehen. Das muss der Effekt von Sans Badewasser sein. Ja, komm schon, jetzt hol's dir doch einfach. Hey, ich sehe, du stehst auch darauf, kleine Kinder zu mobben, um dich besser zu fühlen und deine Sorgen zu vergessen. Du auch? Oh ja. Ist deine Lieblingsfarbe auch? Lila? Das sagt doch schon der Name, Karinje. Okay, okay, noch eine Frage, bevor wir heiraten. Die Farbe deines Autos ist... Kokliko. Lila! Wie bitte? Kokliko. Nein! Du hättest nur mit Lila antworten müssen, du Kulturbanause! Verpiss dich. Ich brauche einen Gegner!
Ich schätze, da bist du hier falsch. Niemand kann es mit Foxy, dem Piratenfuchs, aufnehmen. Ha, du bist Foxy? Er sieht eher aus wie ein kleines Kätzchen. Hey, halt deinen Mund! Ganz im Gegenteil, süßes kleines Kätzchen. Er ist meine Waffe. Zeit für ein Rap-Battle. 3, 2, 1, los! Was zum Teufel ist das? Du bist dran! Was? War das schon alles, ihr lausigen Forellen? Was eine sensationelle Idee! Oh ja, der ist gut. Sans, komm her! Ich hab's endlich geschafft! Ich habe einen Menschen gefangen! Hey, lass uns hier raus! Ich bin sehr unzufrieden! Siehst du? Menschen! Ich glaube, das sind keine Menschen. Du solltest sie rauslassen. Eigentlich bleiben wir nur aus Höflichkeit hier. Sei leise! Natürlich sind das Menschen. Ich merke es an meinem Pulsschlag. Das sind wirklich keine Menschen. Aber die schon. Hä? Mist! Ich schätze, dann lasse ich euch nicht Menschen gehen. Falscher Knopf. Tja, jetzt werden wir hier verrotten, bis nur noch unser Skelett übrig ist. Schönen Abend noch. Ich mach das, Leute! Es ist Purple Guy! Purple Guy? Purple Guy ist schrecklich! Seine Boshaftigkeit ist unübertroffen! Und dabei bin ich nicht mal behindert! Jetzt könnt ihr euch nichts mehr wünschen, ihr Pfeifen! Yeah! Oh, yeah! Ja! Er ist ein Monster! Hey! Lange nicht gesehen, Freunde! Was zum... Ich dachte mir, ich zeig euch Robotern, dass ich mich komplett verändert habe! Hier! Besondere Entschuldigungskekse mit Schokostückchen! Guten Appetit, Kameraden! Hey! Das sind keine Schokostückchen! Das sind Rosinen! Das gibt es doch nicht! Dieses Rohr raubt mir meinen letzten Nerv! Mir geht's auch nicht besonders gut. Wir wollten gerade das defekte Rohr reparieren, als es dann komplett den Geist aufgegeben hat. Deswegen sind wir dann runtergefallen und haben das Kopf. Wow, das klingt ja so, als wäre es ein echtes Dilemma.